sind gesunde Radfahrer, die also gerne Rad fahren über lange Strecken. Über 118 Kilometer ist heute die Strecke. Die haben Spaß daran, Rad zu fahren. Die sind heute um 8 Uhr in Griesheim gestartet. Organisiert wird das Ganze von der TuS Griesheim, der Radsportabteilung. Und die werden hier so gegen 11.40 Uhr ankommen in der Stadt. PKD ist die häufigste genetische Erkrankung und trotzdem der Folge unbekannt. Das bedeutet, dass die Niere im Laufe des Lebens irgendwann ausfällt, so im 50. Lebensalter. Und dann ist das schon dramatisch für viele Betroffene, weil dann Dialyse oder Transplantation droht und der Alltag komplett anders wird. Es ist natürlich die Gemeinschaft, die hier ganz klar eine Rolle spielt. Das heißt, wir fahren gemeinsam Rad, wir haben gemeinsam Spaß und das Ganze noch für einen guten Zweck. Ich habe vor 2 Jahren auch schon als Guide die PKD begleitet. Damals auch nur positive Erfahrungen gemacht, war super und Spaß an der Freude. Haben wir ein Stückchen helfen, auch wenn es nur ein paar Euro sind, das wir natürlich auch Spaß haben. Also ich bin beim TuS Griesheim und organisieren das ja mit der PKD und dadurch bin ich eigentlich dran gekommen. Und dadurch habe ich auch zum ersten Mal von dieser Krankheit gehört, weil das hat mir bis dahin noch nichts gesagt. Ich finde es immer gut, wenn Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Deswegen unterstütze ich diese Aktion, den Menschen, die an dieser Krankheit leiden und den Familien Unterstützung zuteil wird und mache auch Werbung für die Organspende. Wir finden solche Aktionen grundsätzlich interessant und auch wichtig, weil wir wissen, es gibt verschiedene Krankheiten, die nicht so leicht Forschungsgelder auch bekommen. Und da ist natürlich die Aufmerksamkeit ein großer Punkt und diese Aktionen bringen halt die Aufmerksamkeit auf den Punkt. Uns ist einfach wichtig, dass wir aufmerksam machen auf diese häufigste genetische Erkrankung und einfach auch um Unterstützung werben für Betroffene, die diese Erkrankung haben. PKD ist zunächst mal eine leidige Abkürzung auf Englisch. Polycystic Kidney Disease und ist eine polyzystische Nierendegeneration, eine vererbbare Erkrankung. Faktum bilden sich eben völlig unregelmäßige, wassergefüllte, bis zu grapefruitgroße oder noch größere Zysten, die dann nach und nach das ganze Gewebe verdrängen und das eben seitengleich. Und das ist genetisch festgelegt.